Meiner Ansicht nach ist TCM gar nicht kompatibel mit Akupunktur. Alle guten Akupunkteure sagen, dass das Zhang-Fu-Modell für die Meridiantherapie, womit wir mit der Akupunktur arbeiten, eigentlich gar nicht geeignet ist. Und auch die Betonung, dass man die TCM heutzutage so medikalisiert, ist eine ziemliche Problematik. Weil wir werden sehen heute im Lauf von dem Vortrag, dass Akupunktur insbesondere mit Alchemie verbunden ist. Also das ist auch der Grund, warum die Wandlungsphase Metall in chinesischer Medizin so einzigartig ist. Es gibt ja in anderen Traditionen nicht die Wandlungsphase Metall. Und das bezieht sich eben auf diese Analogie, dass die Alchemie mit den Metallen arbeitet und unreine Metalle in reine umwandeln möchte. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, Alchemie wird ja immer so dargestellt als eine primitive Vorstufe von der Chemie. Das ist sie natürlich überhaupt nicht, sondern es ist eine Projektion von psychischen Prozessen in die Materie, damit man das besser verfolgen kann. So werde ich heute also die Grundzüge der inneren Alchemie versuchen, ein bisschen darzustellen, und zwar praktisch darzustellen in Form von Übungen. Dazu wird, ist es laut genug da? Oder brauchen wir noch? Ich verstehe mich nicht, ich hole jetzt mal jemanden von der Technik. Okay. Ja. Dazu werden wir natürlich das Modell vom kleinen Kreislauf benutzen. Und ich werde den kleinen Kreislauf immer verbinden mit Indikationen, mit pathologischen Indikationen, also damit man auch praktische Techniken zur Hand hat, um Blockaden in diesem kleinen Kreislauf zu überwinden. Der kleine Kreislauf kommt eigentlich von selber in Gang, wenn diese Blockaden beseitigt werden. Deswegen werden wir uns gar nicht so sehr auf die Zirkulation konzentrieren, sondern auf die Orte, auf die Schlüsselpositionen in diesem kleinen Kreislauf und versuchen, die zu öffnen. So, Alchemie, auf was zielt Alchemie eigentlich ab? Es gibt in der Physik einen Begriff, der heißt Entropie. Entropie bedeutet, dass in einem geschlossenen System die Ordnung sich immer mehr in einen Zustand von Unordnung entwickelt. Aus Ordnung entsteht immer mehr Chaos. Und das ist eigentlich das physikalische, das konventionelle physikalische Modell in Bezug auf die aufs Universum. Also da könnte man ungefähr so wie beim Dante den Spruch über dem Inferno dann über diese Weltsicht schließen lassen. Das heißt, ihr, die hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Ja? Es entwickelt sich immer mehr in einen Zustand von Degeneration. Und das gilt für alle geschlossenen Systeme. Also auch der Körper. Der Körper ist eigentlich ein geschlossenes System, das offen sein könnte, aber oft nicht offen ist und neue Impulse hineinbringt. Diese neuen Impulse heißen Negentropie, also die Leugnung von der Entropie. Und um das geht es eigentlich bei der Alchemie, dass man einen Zustand von Chaos und Degeneration wieder umwandelt in einen Zustand höherer Ordnung. Aber das Problem bei der ganzen Sache ist, damit etwas in einen Zustand von höherer Ordnung gelangen kann, muss erst die alte Ordnung total aufgelöst werden.